Hallöchen Leute, Tobias ist hier, heute mal wieder mit Reaper Gameplay. Chonk ist strong. Reaper ist so gut wie seit langem nicht mehr. Durch die ganzen Buffs hat Ruby Chonk sehr, sehr guten Base Damage von 20 bis 25 bekommen. Wenn das crittet, haut's ordentlich rein. Außerdem On-Hit-Chance, Heat zu generieren und ab 12 Heat haben wir On-Hit die Chance, Gegner zu 30% zu stunnen, was extrem gut mit Dagger synergiert. Dementsprechend spielen wir das Subclass-Item Curse Dagger, was On-Hit auch nochmal die Gegner debufft und Waffen bufft mit Genauigkeit und Crit-Chance pro Debuff auf dem Gegner. Perfekt für dieses Bild. Dazu spielen wir Poison Dagger, die auch nochmal On-Hit die Gegner vergiften, weil wir natürlich Debuffs wollen. Dementsprechend spielen wir ja auch einen Poison-Gubot, der uns weiterhin hilft, den Gegner zu vergiften. Außerdem darf in einem Dagger-Bild der Hammer natürlich nicht fehlen, um den Gegner auch stunnen zu können mit 50% On-Hit-Chance. Denn nicht vergessen, alle Dagger greifen erneut an, wenn der Gegner irgendwie gestunt wird. Wenn euch der Content gefällt, lasst einen Daumen hoch auf dieses Video, subscribe diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Checkt auch meine Livestreams ab auf Twitch, ich streame so gut wie jeden Abend. Viel Spaß mit dem Gameplay, enjoy. Kann man Hammer zu früh haben, Chat? Ich meine, je früher wir Hammer haben, desto früher können wir Schweine schlachten, richtig? Oh, 1 HP. So close. Wow, und Karten. Und Leather Armor im Sale. Ich kann mir Leather Armor nicht leisten, glaube ich, auch wenn es im Sale ist. Du hast zweimal gewettet. Oh no. Du brauchst so viel Space. Deck of Cards ist fein. Ich muss halt... Wir müssen schlachten. Es geht nicht anders. In einem unachtsamen Moment werde ich dich schon noch erwischen. Das ist halt... Ich finde das halt nicht mal lustig. Der Streamer sagt, will hart kommen. lustig. Bonk ihn. Mann, ey. Okay, Geld. Piggy geschlachtet. Karten ohne Reverse. Wir rollen. Dagger. Noch eine Banane. Ist huge eigentlich. Dagger bei mir auf jeden Fall. Halte ich in Primonsis, ne? Einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Gar keine Chance gegen Speer. Coole Sache. Es ist so früh mit dem Hammer einfach. Dagger brauchen wir. Karten cool, wir brauchen Space, wir brauchen alles geführt. Alles. Einfach alles. Lovers ist schon wichtig. Da kommt man nicht drum rum, Chat. Drum rum. Läuft nicht prima. Ich hasse alles, jemand kennt Space. Handschuh kann ich halt noch wegmachen, aber... Lovers kann man jetzt spielen, aber ich suche eigentlich Space. Deswegen, wenn ich rolle, habe ich nur kein Geld für Space. Also ich verkaufe die Herbs, aber die Herbs sind gerade zu gut. Lovers Early würde ich gerne noch mitnehmen, die sind stark. Dann muss ich eine Runde ohne...
anders spielen. Ohne Pilz. So. Keine guten Matchups gerade, die sind alle sehr, sehr healthy. Immer vier Heilung und sowas, das ist gerade eigentlich nicht gut für uns. Easy peasy win meine ich natürlich. Schweinchen ist gut, Space. Ich wollte mir drei Bananen haben. Drei Bananen ist immer ganz gut für Hammer, weil der wird drei Stamina haben. Müssen wir eine Runde so chillen. Lieber Bananen noch mit ins Fanny Pack. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt genug Schweine geschlachtet und ein bisschen Base zu stabilisieren. Coole Whetstones. Ganz wildes Busse stinkt auf. Geld, Geld, Geld. Und nochmal Uno Reverse. Hm. Boah, es hat wieder so viel Gutes, ne? Ich werde den zweiten Pilz haben für Poison Gubat. Eine zweite Uno Reverse ist auch immer krass. Zwei Unos will man auch haben. Karten sind weird. Karten sind doch weird. Stimmt wohl. Und eigentlich will man auch eine Heroic Potion haben. Kein Space, Tobi. Aber wir kriegen halt Space frei, wenn ich das jetzt reinsetze. Fanny Pack nur. Ich kotze. Ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze, ich kotze. Lurak im Sale und noch ein PG. Noch ein PG. Ich glaube, ich will PG haben. Ich brauche das Geld. Bitte nicht kotzen. Ich versuche nicht zu kotzen, okay? Ich gebe mein Bestes. Aber es ist manchmal schwierig. So. Lieber noch eine Banane. Wieder nur eine Karte. Ich habe zwei Uno-Karten hier. Wir kriegen gleich drei Space frei, fünf Space frei und eine Menge Geld. Okay. Ja, die ganzen Gegner, die wir gerade haben, die haben super viel Space immer offen und fallen. Der darf nicht kritten. Ich habe das Gefühl, Ranger hat das stärkste Mitgehen im Spiel. Also wenn die Doppel-Shortbow spielen, ist das disgusting. Scheiße. Ich brauche die Poison-Flasche für Poison-Dagger. Ich brauche auch Holo-Fire-Lizard. Ja. Das don't do it, Chat. Dürft sowas nicht machen. Macht euch kein Beispiel an mir. Ich müsste die Potions chainen, wenn es geht. Super gerne die Health Potion hier reinsetzen. Minus eine Banane dann.
Banane raus, weil dann können wir die UNO-Karten benutzen wenigstens. Müssen die Pilze noch eine Runde chillen hier. Ich denke mal, die UNO-Reverse-Karten sind mehr wert als die Pilze gerade. Falcon Blade. Das ist ein früher Falcon Blade, wow. Das ist krass. Falcon Blade in Runde 7 ready? Good. Okay, Hexblade, wie wär's mit einem Gubat? Oh. Space. Gib mir richtigen Space. Mann. Ah. Jetzt so viele Fanny Packs diesmal. Ich habe 4 Fanny Packs. Dadurch habe ich Space Mangel die ganze Zeit. Weil ich ein Dr. Annex ist, ne? Was geht? Kann hier bleiben, dann kann ich halt wieder die Karten nicht so gut verwerten. Ne? Eine Karte aktivieren. Welche ist die beste? 4 Heat. 2 Regen. Same shit, different day. Ja. Kann ich verstehen. Ist halt nicht gut, die ganze Zeit so viel Gold im Storage zu haben. Weil ich hänge halt durch die ganzen Fanny Packs so hinterher von Space. Ist mal gut, ein Power Spike. Dritten Reverse brauchen wir nicht. Ein Ei wäre eigentlich auch ganz cool. Noch ein Glurak. Wir bräuchten da eigentlich einen Activator. Das heißt eigentlich, dass wir erstmal sogar, weil wir gar keinen Activator haben, den Poison Lager rüberholen müssen. So, das ist unsere Grundlage jetzt, oder was? Hier. Kann den Karten irgendwas Cooles machen? Das hat nicht viel Freiraum.
hätte schon gerne noch Holo Fire Lizard. Ich finde das so komisch. Warum muss das alles mal so komisch sein? So. Hey, we did it. Lieber einen Holo-Pfeile seit über Lovers. That's it. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Wenn man mit Frauchen auf Couchy. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, 1 Ultra. Danke fürs Vorbeischauen. Bloodthorn. Mit Vampire Gloves schon ready. Kein Problem. Noch ein Dagger auf jeden Fall. Gute Activator. Wir hatten hier sogar einen Stonehelm. Das ist geil fürs Mirror. Shield of Valor ist eigentlich auch ganz cool als Activator. Und kann Gems tragen, aber wir haben mal wieder keinen Space. Wir suchen eigentlich ein Drachenei als Win Condition. Ari, und wir haben Pestilence Flask. Um Poison Dagger herzustellen. Das ist tatsächlich relevant. Aus schon wieder alles. I hate everything, Chat. Das ist alles immer so Käse, hm? Ändert nichts, Tobi. Das ist einfach nur noch schlimm. Ich kann das machen, dann haben wir noch Möglichkeiten mehr damit zu arbeiten. Ich kann noch eine Karte mehr rein. Ich brauche mehr Space unbedingt. Gib mir Space spielen. Das ist Katastrophe. Chili Cheese Gubat. Chili Cheese Excalibur. Man auch nicht so oft auch mit Stonehelm und als Counter. Ja, dagegen darf man verlieren. Handschuhe, Space, White Eyes, Potion. Potion ist halt gut. Dagger ist gut als Activator.
Kannst du nicht die Karte mit dem Beutel nach rechts anbauen, wo noch neben dem Hammer Platz ist? Ich brauchte ja hier noch den Space, wo die Potion dran war, oder? Jetzt ist es zu spät. Es ist halt... Katastrophe. Noch ein Activator. Ocean oder White Eyes? Am liebsten beides, aber ich krieg's halt sowieso nicht richtig rein. Karten sind halt echt beschissen. Ich will halt beides haben. Das ist nochmal ein Trigger für die Heroic Potion. White Eyes ist halt White Eyes. Oh. Nee, es geht auch nicht, weil ich genug Space habe. Nein. Doch, das geht. Ich kann beides machen. Stamina oder nochmal White Eyes? Ich glaube nochmal White Eyes. Du eins runter. Wäre auch gegangen, theoretisch. Hier, dann habe ich noch ein bisschen. Da habe ich sogar noch mehr Space frei. So, ist das auch gegangen. Ja, eins runter. Oh, der hat sogar schon Chance gehabt. Jetzt kommt das Ei. So, das hier. Das ist Ei, Chat. Das hat meine Wind-Condition, ich brauche das. Space, boom. Space, boom. Ecstatic, was geht? Wunderschön. Ein AP and a Dream. Der hat einen scheiß Gubat. Dragon Claws. Dragon Scale Armor ohne Gems. Mal schauen. Könnte sein, dass wir zu wenig Defense haben. Einmal gehaunt. Knapp Kiste. Jimbo. Jimbo ist krass eigentlich. Drei Pairs ist... Aber ich brauch Space. Noch ein Ei. Slider Bait. Ich würde den gerne spielen, aber... Ich habe ein HP, ich sterbe. I'm dying right now, Chat. I'm dying. Gembox. Bloody Dagger. Mega-Clover. Ruft der Kredit uns weg, oder? Nevermind, das war eine Schelle. Noch ein White Eyes, ordentlich. White Eyes würde ich gerne spielen. Next turn dann. Ich muss es noch mit... Oh mein Gott, ich muss eigentlich umbauen. Ich will nicht, aber ich glaube, ich muss. Ich will nicht. Ich will nicht schon wieder umbauen, Chat. Bitte sagt nicht, ich muss umbauen.
Kratzer. Ich will nicht. Ich will nicht. Das ist so schlimm. Drachen muss halt mit einem Curse-Stacker ranladern. Das ist so schlimm. Jetzt hat die Potions halt noch chainen, ist das Problem. Das ist halt wortwörtlich ein Problem. Da fehlt nicht viel, ich hab's fast. Das ist einfach besser, oder? Schnell angreifen, Hammer. White Ice Reserven. Ist das stressig? Bloodthorn. Ein Doppelt Reverse, das ist ganz gut. Ob er reinkommt in seine Heilung. Reicht nicht ganz, sehr gut. Und Dancing Dragon. Weiter ist auf jeden Fall. Was ist mit einem Regular Emerald? Noch mehr Vergiften ist gut. Für 4 Gold, 70% Chance zu vergiften, ist das relevant? Das ist okay. Noch eine Potion? Ja. Auf jeden Fall noch eine Potion. Und auch direkt hier rein. Ich brauche Space, ich kann das glaube ich nicht mitnehmen. Ey, 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 thank you for your raid. I hope you had a good stream. Welcome everybody, we're playing some Reaper here. Lord of Hammer Dagger, Chonk Reaper. Welcome everybody, I hope you had a great stream, man. Thanks a lot for your raid. Jo, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Einer der besten Backpack-Battles-Spieler, war schon auf mehreren Klassen Grandma. Tricky, wir suchen Space, richtig? Und White Eyes, ich brauche Space leider. Jetzt, wenn ich drehe, lohnt sich nicht, ne? Wenn ich Chonk drehe. Ist eine Möglichkeit.
Chonk schneller angreifen lassen. Chonky Bonky. Chonk ist mehr wert, glaube ich, als Hammer. Dann können wir die Karten da oben weiterlaufen lassen, ist okay. Können wir mit leben, denke ich. Oh no, Poison Ivy, no! Poison Ivy countert uns leider. Oh, close. Dem Anti-Debuff. Und Spikes, weil das tut ordentlich weh. Gut, dass wir Bloody Dagger spielen. So, dem Matchup enorm. Kohle anzünden ist nice. Ich glaube, wir rollen trotzdem für Champs auch noch mit. Mal White Eyes ist huge. Rot ist eigentlich auch cool, ich bräuchte Space. Fünf. Das ist nett. Auf jeden Fall mal mit. Können wir schon die Drachen langlaufen lassen. Hooray. Okay, jetzt nur das Ding. Was ist, wenn ich jetzt für Holo Fire Lizard gehe? Einfach fünfmal White Eyes. Kriegt die Karten irgendwie anders gechained? Also die hier meine ich. Oder mir keine Möglichkeit. Mehr Karten zu spielen. Ich muss halt ein bisschen drehen. Vielleicht ist da noch was möglich. Ich denke, es ist schon noch möglich, noch mehr Karten reinzuholen hier. Muss ich ein bisschen umbauen, glaube ich. Oh no. Oh, der ist auch stark. Rocket Armor und Moon Armor und Poison Gubat. Holy fuck. Der hat so viel Resist und Reflect und so. Und Stonehelm. What the fuck? Ist ja kompletter Counter. Der hat aber nichts an Poison Gubat dran. Keine Waffen und so. Wild. Wir gewinnen trotzdem. Cleanse Debuffs und inflicted sie auf uns. Reflected Debuffs. Anti-Stun, Anti-Crit. Anti-Stun, Anti-Crit. Oh, die Fucker, wie gewinnen das? Hätte ich nicht gedacht. Wow. Holy fuck, wie viele Drachenkarten. Ich habe noch nie so viele Drachenkarten geführt. So, ich will mal ein bisschen umbauen. Okay, wie machen wir das? Nicht hochkant, sondern zur Seite ein bisschen. Dann lieber hochkant mit Ruby Chunk, da haben wir ein bisschen mehr Freiheiten, glaube ich. Okay, dann lassen wir die Karten, glaube ich, hier, oder? Potions lassen wir dann hier ein bisschen stacken. Und der Rest ist jetzt nur noch für die Karten gedacht. Von da unten anfangen. Ich guck mal, ob das geht. Hat die Kurve hier nicht. Hier unten anfangen ist besser, richtig? Jo. Muss ich quasi nur hier lang laufen lassen. Dann haben wir wieder mehr Möglichkeiten. Right.
wir die haben. Space. Vierer. Zweier hier, zwei da, zwei da. Kriegen wir es noch besser hin, oder? Geht das noch besser, Chat? Bitte sagt mir, dass es noch besser geht. Vierer und einer back nach links und neben den Dagger quer anfangen. Neben dem Dagger quer anfangen hier. Ja. Die Karte kriege ich nicht mehr rein dann, oder? Stark. Ach doch, klar. Easy. Gar kein Problem. Ist das ein Brainfuck? Oh, das ist ein starker Plattform. Viermal Draconic Orb. Viermal. Der kann krass bursten, wenn er auf 15 Heat kommt. Er kommt gar nicht auf 15 Heat. Easy. Das ist letzte Runde. Wir können keine Brandekohle mehr herstellen. Space. Wofür? Noch ein Reverse brauchen wir nicht. Heilung. Noch ein Glurak. Hat eigentlich was. Wait, ich will doch eigentlich Gluraks früh haben, oder? Wenn ich darüber nachdenke, wollen wir Gluraks nicht früh haben? Aber noch eine Karte geht nicht. Ich kann halt einen Reverse rausmachen. Ja, wahrscheinlich. Schon crazy. Das ist schon crazy. Habe ich das verkauft? Ich bin doof. Okay, not bad. Sieht strong aus. Auf die letzte Schlacht. Schön viele Karten. Ich hatte noch nie so viele Drachenkarten, glaube ich. Stonehelm. Ich weiß, die Heatkarten zuerst, damit wir schneller Heat generieren, eigentlich zum Stunnern. Kommen die zu spät? Nein! 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 Jetzt kommen die Karten zu spät. Ich wollte halt schneller Heat haben für Chonk. Aber jetzt kommen die Blockkarten zu spät und ich verliere deswegen. Nein! Tobi, du Griefer. Karten sind nach wie vor komisch, ja.